So, ich freue mich jetzt darauf, den Jenny Gusick-Preis für die beste Abschlussarbeit im Bereich Gender und Queer Studies überreichen zu können. Dafür treffe ich mich jetzt gleich mit Janine Fissmer in der Gestik-Bibliothek. Und ich werde ja nicht nur die Urkunde und den Preis überreichen, sondern ihr auch ein paar Fragen stellen zur Arbeit. Die eine Frage wird sein, was das Thema der Arbeit ist, beziehungsweise wie sie dieses Thema auch möglichst nicht Eingeweihten vermitteln kann. Dann werde ich Sie fragen, was Sie zu der Arbeit überhaupt motiviert hat. Gibt es persönliche Motivationen, wissenschaftliche Motivationen dabei? Und auch möchte ich Sie fragen, wie Sie das Ergebnis der Arbeit bewertet, im Sinne von, welches Potenzial hat das vielleicht auch nicht nur im akademischen Bereich, sondern auch in dem Bereich, in dem Sie sich umgetan hat. Und da geht es nämlich um den Kontext der Polizei. In meiner Masterarbeit habe ich mich theoretisch und empirisch mit der Herstellung von Geschlechtern im Kontext der Polizei beschäftigt. Und hierzu habe ich berufsbiografische Interviews mit in der Bereitschaftspolizei tätigen Frauen geführt. Und meine konkrete Fragestellung lautete, wie Geschlecht konstruiert und reproduziert wird und wie dieses im berufspraktischen Geschehen anhand etwaiger Differenzierungspraktiken relevant wird bzw. relevant gemacht wird. Mit anderen Worten, ich habe mich mit den geschlechtsspezifischen Erfahrungen von Polizistinnen in ihrem Berufsalltag beschäftigt. Und die Analyse ergab unter anderem, dass Differenzkonstruktionen innerhalb der Polizei existieren und dass diese konserviert werden. Und das führte zur Benachteiligung von bestimmten Personen bzw. Personengruppen. Insbesondere das Körperbild von PolizistInnen wurde normiert, indem es mit Durchsetzungsfähigkeit und oder Widerstandsfähigkeit in Verbindung gebracht und mit Männlichkeiten assoziiert wurde. Und in diesem Zusammenhang berichteten die interviewten PolizistInnen beispielsweise von einem geschlechterabhängigen Zugang zu internen Weiterbildungsmöglichkeiten. Anhand meiner Ergebnisse konnte ich herausstellen, was bereits international belegt worden ist. Jedoch war es für mich auch relevant aufzuzeigen, dass sich die Polizistinnen zu der Existenz einer Norm, die zudem mit gewissen Privilegien in Zusammenhang steht, ambivalent geäußert haben. Und das Spektrum dieser Aussagen, das reichte von der Bekräftigung und der damit einhergehenden Kritik, dass fähige Polizistinnen ein bestimmtes Körperbild repräsentieren müssen, bis hin zur der Leugnung einer derartigen Erfahrung je begegnet zu sein. Und derartige Aussagen, die gingen zudem mit einer Konservierung dieses Stereotypen-Ideals einher und deuteten gleichzeitig auch darauf hin, dass eine Verinnerlichung dieses Geschlechterbildes bereits erfolgt sein musste. Anhand meiner Ergebnisse wurde mir verstärkt deutlich, wie relevant es zu sein scheint, eine gendersensible Pädagogik und eine geschlechterreflektierende Bildung zu etablieren und das bereits im vorschulischen Bereich über Schule und Jugendarbeit hinaus bis ins hohe Alter, um der Konstruktion der als legitim oder illegitim bewerteten Geschlechterbildern entgegenwirken zu können. Und somit kann dann eben auch der Benachteiligung von bestimmten Menschen bzw. Menschengruppen begegnet werden. Motiviert, diese Arbeit zu schreiben, haben mich insbesondere eigene Berufserfahrungen, die dazu geführt haben, dass ich teilweise irritiert war oder nicht so ganz wusste, wie ich diese Erfahrungen einschätzen kann, aber die immer ein ganz eigenartiges Gefühl bei mir hinterlassen haben. Und im Rahmen meines Studiums bin ich dann mit der kritischen Männlichkeitsforschung in Berührung gekommen und mit der differenzierteren Auseinandersetzung mit Geschlechterthemen und geschlechtersensibler Bildung habe ich erst einmal kennengelernt, was für Situationen das überhaupt sind und wie ich die einordnen kann und dass das teilweise Erfahrungen sind, die ich gemacht habe, die sexistischer Art waren oder
ja, in denen ich kategorisch abgewertet worden bin. Und eben durch diese differenziertere Auseinandersetzung kam es dann dazu, dass ich erst einmal gemerkt habe, wie häufig ich in meinem Alltag mit Sexismus in Berührung komme. Liebe Janine Fissmer, ich gratuliere Ihnen sehr zu dem Jenny Gusick-Preis 2020 für die beste Arbeit im Bereich der Gender- und Queer-Studies. Gratuliere Ihnen herzlich. Alles, alles Gute für die Zukunft. Herzlichen Glückwunsch. Vielen lieben Dank. Ich freue mich wirklich sehr.